Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Ich lasse es jetzt einfach drin. Bis zum 70. Part von Angry Birds. Beim 70. Part muss natürlich schon mal was Besonderes passieren. Und das ist ja jetzt passiert. Und dann startet mein Spiel. Und jetzt geht los. Wir waren ja im letzten Part ziemlich gut. Haben diesen einen Level danach geschafft. Hahaha. Und die Aufnahme läuft. Und ich mache dann bei Level 10 weiter, würde ich sagen. Denn da oben steckt eine Spitzhacke im Stein. Wie jemand da hinkommt. Wer hat die da hinkommt? War es etwa Steve? Von Minecraft? Oder wie heißt die andere? Alex? Genau. Die mit den dünnen Armen. Also das Gegenteil von hier. Also das Gegenteil von hier, ja, natürlich. Ja, ja. So, ich sollte mal weitermachen, oder? Oh, das war ziemlich gut. Aha. Das fand ich persönlich jetzt ziemlich hinreißend von mir. Weiter. Was ich rede, weiß ich nicht. Ich will da hinten reinschießen eigentlich zum TNT und das explodieren lassen, aber das bringt ja dann glaube ich eher nichts. So, dann schießen wir wieder da unten rein. So, ist die wieder heute vorher reingeschossen? Ich glaube nicht. Oh, egal. Zumindest steppt er da unten einmal jetzt. Dann kann man ja da reinschießen. Oder auch nicht. Mal beim zweiten Versuch. Das ist natürlich auch möglich. Ich glaube, wir brauchen das TNT da oben, um das TNT da unten zum Explodieren zu bringen. Irgendwie hätte das so klappen sollen, wie ich es vorher probiert habe. Ist da hinten noch einer? Ja, das ist doof. Jetzt hätte ich den da locker zerschmettern können. Aber da hinten ist noch einer. Punkte, ja, bringt nur Punkte. Bringt halt nichts, weil der da hinten noch lebt. Danke, echt nett. Schieß mal da rein. Das hat zur Folge, dass absolut nichts passiert. Ja, das zerstört er überhaupt. Das wäre komisch. So, schon mal nicht. Die Explosion war extrem. Puh. Dass da niemand zu Tode gekommen ist. Yes! Na. Ist doch alles hinnig. Mann. So ein einzelnes Schwein für Aggressionen anrichten. So, aber das schaut da schon mal neu eigentlich. Sogar noch ein bisschen besser aus, wenn man es so sieht. Hm. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Das war doof. Ich schieße mal da unten so ran. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Hab ich jetzt auch ziemlich gut demonstriert, würde ich sagen. Das also ist so ähnlich wie vorher, aber das darf nicht das gleiche machen, dass es nicht langweilig wird. Das hätte man denken können. So, ist ein bisschen höher und dann geht das auch. Stier, bitte! Also, ein dämlicher Helm wird jetzt auch nichts bringen. Das Problem ist, dass das leider noch alles steht. Das heißt, wir bekommen natürlich nur einen Stern. Ha, tja. Oh yeah. Die wollen mich aggro machen. Aber das ist mir auch schon beim ersten Part aufgefallen. Ach ja. Boom. Wow. Wow, die Manze bricht auch. Ne, für den verbrauche ich das nicht, für das verbrauche ich den nicht mehr. So, hol ich mal lieber die 10.000 Punkte, die 3 Sterne und geht zum nächsten Level. Das sieht natürlich. Ach so, das sind alles Männchen, die haben so Hände. Und die hat auch Hände und ja. Glaube ich zumindest, dass das irgendwie darstellen soll. Bim. Bibber. Bibber oder so. Kämpfen die im Film eigentlich auch gegen Schweine?
ihre Eier klauen? Oder warum gibt es den Film überhaupt? Aber egal, nicht spoilern bitte. Ich werde es wohl früh genug erfahren. Naja, früh genug wurde ja nicht. Aber ich schieße da irgendwo wie einen Stern. In die Hand von einem Typen wahrscheinlich. So, geh, flieg runter. Oh mein Gott, ich bitte, ja sicher. Alles klar. Total easy. Wenn das so einfach wäre, Karten auszubauen, dann wäre die Welt voll mit Kartenhäusern vielleicht. Eventuell, keine Ahnung, kann sein. So, das hier animiert mich total weiterzumachen, weil es auch noch total sinnvoll ist, weil es auch noch gut klappen könnte und so. Wie wäre es, wenn ich das erste Ding nochmal stehen lasse? Ja, ich bin eigentlich regelrecht überwältigt vom Ergebnis meines Versuchs und tot. Na, wieso? Hm? Wieso sollte das noch sterben? Sterben ist was für Weicher, ja. So, aber jetzt hole ich mir mal meine drei Sterne. Ja, lächerlich, oder? So. Tja, das klappt. Natürlich klappt das. Hey, ein goldenes Ei. Mit welchem Vogel kommen wir da am besten hin? Wahrscheinlich mit dem gelben. Ja, okay. Wenn es gut läuft, mache ich normal weiter. Wenn es schlecht läuft, verwende ich den gelben Vogel, um darauf zu kommen. Was soll ich mit dem Ding überhaupt? Da von hinten? Oder? Nee. Wow, das war auf jeden Fall total nützlich. Da hätte ich auch von hinten fliegen können. Das ist gleich gewesen. Schieße ich auch mal unten rein. Keine Ahnung, ob es klappt. Jetzt hat er was bringt. Ja, da hinten fliegt noch runter. Aha. So, soll ich den jetzt wieder oben verwenden? Glaubt es, das wird noch was? Ich glaube ja nicht. Dann holen wir uns das goldene Egg. So nicht. Das wird was. Reicht auch. Bringt auch Punkte. Warum bringt das überhaupt Punkte? Egal. So, wenn ich nicht vergesse, mache ich diesen Level da nach der Runde. Also nach dem. Das ist eigentlich, wenn ich da unten so hinschieß. Vielleicht ist es sinnvoll, ich weiß es nicht. Müssen wir alles mal testen. So wird das goldene Ei auch hier nicht geworden, wahrscheinlich. Ich sage immer hin, ich kann es nicht lassen. Okay, ja, gut eigentlich. Das ist perfekt, wenn ich jetzt noch so gut daher schieße. Jetzt noch so gut daher schieße, ja, wow. Oh, der Stern. Ich habe noch einen, okay, gut, wenigstens habe ich noch einen. Sofort Bams. Bams! Ha, das wollte ich. Jetzt hat mein Vogel einen Helm auf. Haha, schau da auf der Schnauze. Ein Vogel eine Schnauze? Ich Vögel eine Schnauze? Ich glaube eher nicht. Vögel haben ein Gefieder, ich weiß. So. Wobei das eine nichts mit anderen zu tun hat. Nein, ich will doch erst drücken, wenn ich. Genau. Bringt sich überhaupt nichts. Das wissen müssen. Das ist doof. Irgendwie. Jetzt ist es zu weit. So weit wollte ich nicht. Obwohl, Rip Darling. Ja, schaut sich den da an. Es wackelt zwar rum, aber. Ja. Also ab. Ich mach's mal wieder so. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das besser funktioniert. Wäre ja doch schlechter, den. Was mache ich mit dem? Mhm, oh, ja. Ja. Das ist einfach zu viel noch übrig.
Ja, nee, mit zwei gelben Vögeln kann ich das, glaube ich, dann nicht mehr alleine stemmen, so. Muss ich schon ein bisschen mehr machen da hinten. Zum Beispiel das. So hilfreich einfach. Das ist nicht da eingenommen. Nicht da. Genau, also eigentlich wollte ich durchschießen, damit ich die anderen das andere Ding auch runterhole. Aber das kann ich eben einen grünen Vogel machen. Das bringt sich aber alles nichts. Nein, das wäre total Verschwendung. Nee. Nee, das mache ich nicht. Nee. Weigere ich mich jetzt. Ich glaube nicht, dass ich den treffen kann. Nee, warte. Warte, warte, warte. Genau so wollte ich es machen, ja. Ja, dann ist aber ein ganz anderer Plan wieder dahin. Was mache ich mit dem jetzt? Die Frage ist, was mache ich mit dem? Kriegt das für das so einfach nur? Das war's. Aber das ist doch gut, oder? Wenn ich da so. Verdammt, jetzt passiert nicht mehr das, was ich wollte. Aber sind alle hier nicht. Aber wenn das noch explodiert wäre, Mann, das wäre so gut. Da hüpft er die ganze Zeit rum und macht die ganze Zeit Schaden. Na cool. Nice. Ja, okay, na gut, dann ist ja egal. Dann kaboom, ist ja wurscht. Machen wir alles gar nicht, um gut, richtig gut zu sein. Da ist ziemlich viel Glas dafür, dass wir hier in der Mine sind. Ich denke, dass es so gescheit ist, da in der Mine so viel Glas zu verwenden. Oh, der ging sauber durch. Was haben wir denn hier noch? Den gelben, der kann das eigentlich explodieren lassen, wollte ich sagen. Aber dann macht das eben die da. Das ist gar nicht explodiert. Das ist noch immer nicht explodiert. Das war zu hoch. Außerdem ist das noch immer nicht explodiert. Aber jetzt. Oh, der macht das noch irgendwie. Der berührt den noch ganz leicht. Ja, aber bringt sich gar nichts. Das wusste ich aber sofort und deshalb vorher ging er das sauber durch, aber ich glaube, das war erst jetzt. Im zweiten Schuss, naja, jetzt lebt er auf jeden Fall ziemlich viel mehr als vorher. Das jetzt, also wird, naja, so auf jeden Fall der niedrig schießen. Noch einmal so niedrig, damit ich den Stern zerstören kann am besten. Ja, aber jetzt liegt er noch der Brett im Weg, aber egal. Jetzt trifft es den nicht, weil es schon von uns. Genau. Ich weiß, dass es extrem schlecht war. Aber hey, wir haben ja noch den übrig. Ja, wir haben noch den übrig und den benutzen wir auch. Seine volle Power haben wir jetzt ausgenutzt, um hier gegen den Stern zu schießen. Den unzerstörbaren Stern natürlich. Was anderes hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Nein, das ist doof. So. Lass das jetzt einfach mal so. So glaube ich gehört's. So glaube ich gehört's. Ja. Bin ziemlich sicher. Das ist so gut. Ja, ja, ja doch. Ich überspringe das einfach mal. Das sollte schon das meiste sein, was wir da rausholen können. Man hat den Diamanten am Schädel, komm. Ist nicht so doof. Steht er schon so lange in der Mine rum, dass ihm schon ein Diamant auf den Kopf gewachsen ist, oder? Scheint so. Das wäre cool. Wenn euch ein Stein, ein Edelstein auf dem Kopf wachsen würde, wäre das cool. Schon, oder? Könnte so sagen, hier, ich bezahle mit meinem Kopf. Und so. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ist noch die Hälfte mindestens übrig. Aber gut, einen geschenkten Gaul. Der fliegt selbst hinein oder so. Nee, schaut man nicht ins Maul natürlich. Hier, der ist schon der König. Haben wir es schon geschafft?
Ist das schon der letzte Level aus der Dings Episode? Na, dann machen wir den auf jeden Fall noch fertig. Diesen blöden König da. Der glaubt, der ist der König. So, die Sterne will ich auf jeden Fall da oben hängen lassen. Kommt mir einfach so nützlich davor, da oben. Das ist doof, wenn die Stalagmiten da gleich mit runterfliegen, weil dann zerstören die einen Stern und der kann. Stein kann eigentlich viel mehr anrichten. Oder auch nicht, der kann überhaupt nichts, dieser Stein. Der ist so behindert, dieser Stein. Wirklich. Obwohl, jetzt hat er ein bisschen mehr gemacht. Weiß der Geier warum? Der Geier versteht sowas für ein bisschen alles. Und da gibt es auch einen Geier, also auf jeden Fall in der Handy-Version. Das war supi. Ich wollte eigentlich so ein Ding da oben treffen. Kann man doch eigentlich auch durchschießen, ja. Der König hält eine Menge aus, muss ich sagen. Nein, Alter, nicht dahin. So, ich wollte nämlich. Genau. So, perfekt. Besser geht's nicht. Ich schieße mit dem jetzt da rein irgendwie und versuche das TNT zu erwischen. Ach ja, das hat super geklappt. Super. Ich bin überzeugt, dass es nicht besser gegangen wäre. Aber jetzt. Ich wollte zwar mitnehmen, aber nicht, dass der Vogel so abgebremst wird. Ja, der Kleine, der lebt noch. Der übernimmt einfach das Königreich vom König. Und da haben wir den Level nicht geschafft. Aber wenn wir den König getötet haben. Nee, jetzt schieße ich damit aber sicher nicht drauf. Jetzt schieße ich da an. Jetzt habe ich so ein komisches. Meine Ohren sind gerade irgendwie komisch. Was, hallo? Ich höre nur noch auf einer Seite. Shit. Okay, jetzt geht's anscheinend wieder. Okay, keine Ahnung, das ist am Spiel lag oder mein. Ich hab keine Ahnung. Aber egal, ich wäre wieder gut. Kein Grund zur Panik. Dass jetzt drei Sterne ist, dann lache ich aber. Sind, dann lache ich aber. Nee, wir müssen, ich will den Film nicht anschauen. Egal. Wir müssen den Film vorher anschauen, bevor wir weitermachen. So, war ja klar, dass die Schweine schuld sind. Den ekligen Bauarbeiter-Typen haben wir geschnappt, aber der König und so ein anderer Typ rennen weg. Obwohl wir den König gerade getötet haben. Also, das ist wahrscheinlich ein bisschen, keine Ahnung warum. Warum das jetzt etwas komisches. So, wenn es in die Richtung fliegt, wäre es mir auch recht, weil dann wird mehr kaputt, glaube ich. Aber eigentlich hätte ich das lieber zuerst machen sollen. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann ist es eigentlich schon wurscht. Ja. Okay, ne, ich mache es erst da oben. Muss ich mal gut abschätzen können hier. Mist. Und die Sterne wieder oben. Na ja. Yes. Ja. Ah, ich hätte lieber einen Stern da unten zu stellen sollen. Ah, da wird das nicht stehen. Okay, komm, jetzt gescheit schießen. Ich wusste es. Alter, komm. Das gibt's nicht. Okay. Also schaffen, du, haben wir den Level auf jeden Fall schon. Aber die drei Sterne fehlen mir irgendwie noch. Ohne drei Sterne gehe ich hier nicht weg. Das war gut. Das war sehr gut. Ah, ja. Mhm. Okay, das fliegt auch um. Aus irgendeinem Grund fliegt der Turm da um.
Ich will den Vogel nicht schießen. Hallo, kann ich den? Nein. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich loslasse, dass das dann wegfliegt. Okay, jetzt ist aus. Wow, Alter. Kann man so viele Punkte überhaupt kriegen? Geht das überhaupt so, dass man so viele Punkte kriegt? Wahrscheinlich ist das eigentlich. Warum ist das du? Hä? Egal. Mir doch wurscht. Wir haben es geschafft. Und ich bin, glaube ich, den Part jetzt mal. Weil wir gerade so schön da am Ende waren. Und da kommt dann wieder so eine coole Story-Anlage. Nein, doch nicht. Ganz am Anfang. Na, dann machen wir den Level dort. Dann schauen wir den Level doch noch an. Kann ja nicht so schwer sein, wenn wir nur gelbe und rote Vögel haben. Kann man niemand erzählen, dass das schwer ist. Ich dachte, es würde explodieren. Ja, weil mich der aufgehalten hat. Aber vielleicht klappt es ja doch noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein, leider nicht. Nicht ganz, aber ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Das bringt sich hier nichts. Ich würde mir wünschen, dass das TNT explodiert. Wünsche ich mir sehnlicher als alles andere. Warum hat die irgendwie so viele Punkte? Ah, okay. Es werden einfach so viele Punkte wegen den Brettern da. Jetzt vielleicht noch brauchst du einfach so schnell auf die Schnelle. Nein, okay. Müssen wir uns ja doch etwas anstrengen sogar. Im ersten Level, okay, da hätten sie es ein bisschen fair bleiben können und dann ein bisschen einfacher machen. Aber das wäre ja nicht so lustig. So, gut. Wisst ihr was? Ich verabschiede mich gleich. Es ist blöd gerade. Ich war anruft, okay, dann muss ich den Part jetzt leider beenden. Oh, ja, das ist wichtig. Und wichtiger als Angry Birds, ja, kaum vorstellbar. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part trotzdem wieder. Und lasst doch ein Like da, falls euch das gefallen hat. Und bis später. Tschüss.